So, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und hallo und herzlich willkommen auf Bari TV. Ja, was soll ich sagen? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Q-School Tag 1. Es hat durchwachsen angefangen und lief bescheiden weiter. Aber der Start erstmal so: Wir sind reingekommen, unsere Tests wurden kontrolliert und so weiter. Unsere Zimmer wurden zugewiesen und dann war erstmal Anpacken angesagt. War okay bis dahin. Gestern Abend habe ich noch viel gespielt gehabt und dachte, hey, kann nur besser werden. Und heute Morgen ging es relativ früh los. Es wurde aufgeteilt in zwei Gruppen, Gruppe A und B. Und ich bin dann frühs, keine Ahnung, so 7:30 Uhr ungefähr, aufgestanden, fertig gemacht, kurz was gegessen und dann in die Halle. Es war schon ein bisschen tricky, aber kurz warm gespielt und dann ging es eigentlich schon relativ zeitnah los. Wir haben kurz noch ein paar Runden, 170, 121, so die Klassiker zum Warmspielen genutzt, um da reinzukommen. Waren genügend Boards vorhanden. Ich glaube, an der Zahl müssen es irgendwie ein bisschen mehr als 30 Boards sein. Und danach gibt es noch Practice Boards und Open Boards etc. Auf jeden Fall finde ich es mega klasse, dass die PDC wieder auf die Beine gestellt hat und dass es überhaupt stattfindet. Ist ja auch wieder natürlich lobenswert, weil wir sonst gar nicht spielen hätten können und jetzt dadurch spielen können. Naja, ich zeige euch mal, auf welcher Seite ihr das alles verfolgen könnt. Und zwar habe ich hier das schon aufgemacht. Das nennt sich tv.dartconnect.com und da könnt ihr theoretisch einfach aufs Event draufklicken, ob Deutschland oder England, und dann könnt ihr die einzelnen Spiele sehen. So, in den Top 16 ist kein Deutscher mehr dabei. Top 32 waren, ah doch, Top 16, klar, hier Springer und Beaton. Aber in den Top 8 sind dann keine mehr mit dabei. Aber es ist ja so bei der Q-School, wir sind ja gerade nur in der Qualifikationsphase für die Final Stage. Und alle, die in der Top 32 sind, die sind safe schon in der Final Stage mit dabei. Und wir sehen ja hier das Spielniveau wird wirklich immer höher. Da kannst du mit Rumgegurke da nichts erreichen. Also sprich zwischen 70 und 90 sollte da schon drin sein, dass du da weiterkommst. Ich habe jetzt wirklich absoluten Bullshit gespielt. Wir gehen mal ganz runter. 256, hier mein Spiel ganz unten, 56 Average in der ersten Runde. Piu. Gewonnen ist gewonnen, klar, aber wir schauen uns mal kurz das Spiel an. Weil in den Details sehen wir es dann so, die erste Runde, Digga, einfach ciao. Ich kam darauf gar nicht klar. 29 Darts ist RIP. 32 Darts sind alles hier. 10. Runde, 11. Runde. Hier 24 Darts, das war halbwegs okay. Da habe ich 94 immer gebastelt. Da habe ich, was habe ich da geworfen? 18, Triple 20, Doppel 16. Und dann habe ich 18, Triple 20, Doppel 8 getroffen. Sonst wäre das auch ein bisschen besser gewesen. Aber ansonsten, oder ich habe so oft so schlecht geworfen. Das Leg war dann halbwegs okay. Da hat er dann ausgemacht. Und danach war ich wieder hier als Krabbenacht, immer wieder so Bullshit zwischendurch, gar nicht richtig in den Fokus gekommen. Und danach stand es irgendwann, hier müsste es, genau, hier stand ich dann 3-0 vorne, dann macht es 3-1, das 3-2, das 3-3. Und ich dachte mir so, Alter, nicht schon wieder die Kacke. Hier habe ich dann abgeklatscht, weil ich gesagt habe, wir spielen Best of Seven. Und dann haben wir das siebte Leg. Normalerweise entscheidender Leck. Danach habe ich erfahren, dass es auch bis 9 geht. Und hier sieht man, ich bin hier bei 15 Darts. Entschuldigung, hier, doch hier bei 15 Darts, bei 88. Und danach kriege ich das Spiel einfach nicht zu. Gar nicht. Pech. 4-3. Pech, nicht Pech. Einfach, es war eine ungewöhnte Situation für mich, weil einfach ich mega nervös war, weil ich auf einmal wieder Menschen vor mir hatte nach gefühlt 5 Monaten Pause oder 3 Monaten Pause, weil ich ja in Berlin auch ein Turnier gespielt habe, ein 48 Average in dem Leg, oder nachdem es eigentlich hier schon fast zu Ende war, ne? Und es zieht halt den Average übelst runter. Soll jetzt keine Rechtfertigung sein, warum der Average so scheiße war, aber danach stand es eben hier 4-3 und ich dachte, das Spiel ist vorbei und danach habe ich halt ein bisschen besser gespielt. Dann waren es mal bei 4-4 und danach hier haben wir nochmal abgeklatscht und danach habe ich wirklich 81, 100, 135, 100. Dann stehst du nach 12 Darts auf
85 und willst da was machen und wirst 38. Da dachte ich so, Bruder, ciao. Naja, ich konnte mich dann nochmal fangen. Hier habe ich nochmal geworfen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich geworfen hatte. Aber schlussendlich habe ich dann hier 15. Oder ich wollte 15 treffen, habe erstmal Schwarzwald getroffen und dachte mir so, jawohl, genau das wollte ich. Dann habe ich die 2 getroffen und die 13. Dachte mir so, Digga, ciao. Und danach die Doppel 16 im ersten Dart war es dann, glaube ich. Nee, stimmt nicht. Mit dem letzten Dart stimmt auch nicht. War keine Doppel 16, war 16. Schwarzwald, Doppel 8. Und so kam dann dieser Schnitt zustande. Danke erstmal für eure Anteilnahme. Viele haben geschrieben, Win is Win und scheiß drauf und weiter geht's und abhaken und Gedöns. Das hat man dann auch im zweiten Spiel von mir gesehen, dass es mir dann deutlich besser ging. Im zweiten Spiel, wo bin ich denn? Achso, by the way, normal sollte bei mir die türkische Flagge kommen, kam irgendwie auch nicht. Aber das haben wir schon geklärt. Dann haben wir nochmal eine kurze Mail geschrieben, sollte vielleicht ab morgen, übermorgen drin sein. Aber da erzähle ich es natürlich nicht. Jetzt gehen wir einmal ganz hoch, dann drücken wir auf O, dann können wir uns schneller finden. So, Özdemir Baran, 5-1. Also mein Gegner hat wirklich sehr gut gespielt. Das Spiel danach war auch legendär. Und da sah es dann wirklich auch schon mal besser aus. Sowohl bei mir als auch bei ihm. Also 45, Kilo 40, 36 war natürlich wieder unnötig. 145, 69 war ein super Start. Danach hier 60, 60, 40, 95, 100 und 146 rausgenommen. Ich würde jetzt so Cappuccino wie bei Nusret machen. Aber 146. Triple 20, Triple 18, Doppel 16, hat gesessen, hat Bock gemacht und danach ging es wirklich bergab. 81, dachte ich noch, okay, und dann werfe ich 26. Und dann ist er, wow, hatten wir heute noch gar nicht. 45, 22. Und danach hat er halt angefangen, 100, 120, 38, ciao. So, und danach ging es wirklich durchwachsen weiter. Und hier war dann so ein Leck, wo ich kein Triple getroffen habe, dachte mir so, what the fuck. Und danach war wirklich bei mir, hier war es schon rum bei mir. Also hier hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Und hier ging es dann noch. Tju. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, weißt du was, oder hak den Tag einfach ab und weiter geht's. Und das war so das Spiel überhaupt. Das Lustige ist, ich habe mir danach sein Spiel angeschaut. Wie heißt der? Hendrik. Der hat danach übel, ich musste ja das schreiben, ich habe es mir nicht angeschaut, ich musste es schreiben. Und das Spiel war Next Level Shit. Wo ist er denn? Hier, 5-1 und danach hier. 89 zu 95. Ich habe das Spiel geschrieben. Aber da habe ich mir gedacht, so, ja, so hätte unser Spiel auch aussehen können. Hat es aber nicht. Es war auch für ihn sein erstes Spiel. Und sein zweites Spiel, da ist halt voll in seinem Flow gewesen. Ne? Also die haben wirklich sich nichts geschenkt. Ich habe das Spiel geschrieben. Ich habe mir dann gedacht, ja, läuft, kann man mal machen. Ne? Witzigerweise habe ich da auch gesehen, die hätten beide so schöne High Finishes machen können. Beide auch ganz knapp davor gewesen. Aber Darts ist halt so ein Sport. Ne? Ohne Doppel geht nichts. Und so viel erstmal zu dem Tag 1. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren und gucken, was ich noch machen kann. Achso, by the way, man kriegt immer so Bändchen, dass man getestet, geprüft und so weiter ist. So Qualitätssiegel vom TÜV. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Verfolgen der Q-School und alles Gute und Good Darts. Euer Barry.